Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Du bist wahrscheinlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, dein Radio bzw. dein Audiogerät nachzurüsten, Autoradio, Baustellenradio und so weiter, dass man damit Bluetooth empfangen kann. Das ist ganz einfach. Das funktioniert mit diesem Gerät hier und das wird einfach in den AUX-Anschluss reingesteckt. Also Voraussetzung ist natürlich, dass man einen AUX-Anschluss hat. Bei den meisten Autoradios, Baustellenradios und anderen alten Radios ist das auf jeden Fall der Fall. Und somit kann man dann sein altes Radio in ein modernes Radio verwandeln und kann damit Bluetooth arbeiten. Das sind Beizeit von 110 Stunden haben wir. 13 Stunden läuft das Ganze, wenn man das permanent benutzt. Und 1,5 Stunden, waren das jetzt rund, brauchen wir, um das Ganze wieder aufzuladen. Baut man das beispielsweise im Auto mit ein, dann kann man das natürlich über das Bordnetz mit laden und hat somit gar keinen Ärger oder gar kein Gucken mehr. Der Clou ist auf jeden Fall, wenn man das Ganze im Fahrzeug, im Auto benutzt, kann man das als Freisprechfunktion noch mit benutzen. Das heißt, man hat dann aus dem alten Autoradio sogar noch eine Freisprecheinrichtung gemacht. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Der Preis ist in Ordnung mit 12,99 und ich würde sagen, bevor wir zum Fazit kommen, checken wir das Ganze einmal, ob das auch funktioniert. Schauen wir erstmal ganz kurz, was da alles mit drin ist. Hier ist einmal eine Anleitung, die ist in Englisch, ist aber nicht ganz so schlimm. Dann können wir 18 Monate Garantie beantragen, einmal registrieren beim Hersteller auf der Seite und dann haben wir 18 Monate Garantie. Wir haben hier ein AUX-Kabel, das ist für die direkte Verbindung. Dann haben wir hier einmal ein Mini-USB-Kabel, das ist zum Laden bzw. zur dauerhaften Stromversorgung. Dann ist hier unser Gerät drin. Wir haben hier einmal die M-Taste, damit können wir zum Beispiel Gespräche annehmen. An der Seite haben wir nochmal die Lauter- und Leise-Funktion und oben einmal den On- und Off-Button. Noch mit dabei ist so ein kurzes AUX-Kabel bzw. so ein AUX-Stecker, dass man jetzt nicht so einen Kabelsalat im Auto stecken hat. Das heißt, das Ganze ist eine feste und kompakte Sache. Ich würde sagen, wir stecken das Ganze hier schon mal in unsere Box rein und dann wird uns direkt AUX angezeigt. Ich kann auch noch mal kurz zeigen. Also raus, wieder rein. Hier wird sofort AUX angezeigt. Im Handy natürlich einmal kurz Bluetooth aktivieren, dann wird das Ganze hier gesucht. Da haben wir es schon. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal mein Hörbuch laufen. Bevor ich nichts poste, Also wir sehen auf jeden Fall, dann würde das wir haben bedeuten, ich eine verschenke Reichweite. Also Verbindung ohne Störung und das für ganz kleines Geld. Kommen wir zum Fazit. Also das Ding arbeitet sauber. Der Preis-Leistung ist auf jeden Fall auch top. Verarbeitung ist gut. Wir haben alles, was wir brauchen, dabei zum Anschließen. Eventuell fürs Auto nochmal, wenn man das nicht ganz hinter der Armatur verlegen möchte, sondern einfach nur provisorisch vorne über den Zigarettenanzünder, braucht man nochmal so einen Adapter für einen Zigarettenanzünder. Ich verlinke euch alles, was ihr dazu braucht, unten unter dem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck, 18 Uhr, euer Paul. Ciao. Danke für dein Abo und viel Spaß mit unseren anderen Videos. Videocheck, wir checken das.